Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute aus der Hasdorfer Kirche am Sonntag Quasimodo Geniti. Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kindlein, heißt der erste Sonntag nach Ostern. Schön, dass Sie auf diese Weise dabei sind, um diese Andacht mitzufeiern. Wie verhalte ich mich, wenn es mir nicht so gut geht? Was kann mich dazu führen, mich wieder auf den Weg des Lebens zu begeben oder zumindest mich mit meiner neuen Situation anzufreunden? Darum soll es heute in diese Andacht gehen. Entdecken, wie ich mich in schwierigen Zeiten mit Hilfe eines Ereignisses neu finden kann. Der Wochenspruch für diese Woche steht im ersten Brief Petrus im ersten Kapitel und lautet: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir beten mit Worten aus dem Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Halleluja. Gott loben in dieser Osterzeit, das wollen wir jetzt tun mit dem Lied Amazing Grace, was für eine unglaubliche Gnade. He will my shield
Ich lese die Schriftlesung heute aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt der Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, heute hätten wir hier in Hasdorf einen Konfirmationsgottesdienst gefeiert. Eine volle Kirche, Menschen voller Erwartung und aufgeregte Konfirmandinnen und Konfirmanden. Stattdessen leere Bänke. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind zu Hause geblieben und generell hat sich das gesellschaftliche Leben sehr stark verändert in den letzten Wochen. Alle Werte sind durcheinander gebracht. Und was vor einigen Wochen selbstverständlich schien, wird jetzt in Frage gestellt. So sehr, dass ich, wie die Israeliten, so weit wäre zu klagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die aktuelle Lage für einige von uns belastend ist. Die Älteren und die Alleinstehenden, die kaum noch Kontaktmöglichkeiten haben, diejenigen, deren berufliche Situation von einem Fragezeichen begleitet wird. Andere, die ohne Umsatz für ihr Unternehmen trotzdem ein Darlehen abzahlen müssen. Ich denke auch an die Küstlerinnen und Küstler und an alle Berufe, die irgendwie mit dem Tourismus verlinkt sind oder davon abhängen. Genug Gründe, sich zu sorgen. Gründe, sich zu sorgen, gibt es tatsächlich genügend. So ging es auch den Israeliten, als sie im Exil in Babylon waren. Nach einigen Jahren dort haben sie vielleicht aufgehört, auf eine Rückkehr nach Israel zu hoffen. Was könnte mir dabei helfen, die Situation anders zu betrachten? Was hat den Israeliten geholfen, nicht nachzugeben? Gerne habe ich das Gefühl, dass viele von uns sich engagieren möchten, um irgendwas tun zu können, vielleicht auch, um die Situation zu ändern. Doch gegen die Situation kann ich anscheinend nicht viel tun. Aber vielleicht soll ich erstmal nicht aktiv werden in der jetzigen Situation. Vielleicht handelt es sich nicht um ein Tun, sondern um ein Hören oder Sehen. Ich muss zunächst begreifen, was da vor meinen Augen ist, bevor ich irgendwas unternehme. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Spricht uns Jesaja zu. Hören. Ein Wort, das Hoffnung spendet. Ein Satz, der Kraft schenkt. Darauf haben die Israeliten gewartet, dass jemand einen neuen Impuls gibt. Und es gelingt. Gott durch Jesaja wird den Blick den Israeliten ändern. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Wunder des Sprechens. Salbe für die Seele. Hoffnung zum Mitnehmen.
Erstmal muss ich nichts tun, sondern neue Kraft schöpfen. Einfach mich ausruhen, einfach zuhören, einfach lernen. Lernen, dass ich nicht alles meistern kann. Lernen, in der neuen Gesamtlage anders umzugehen. Weil es nie mehr genauso wie vorher sein wird. Wer denkt, dass alles wieder so wie vor der Krise sein wird, täuscht sich bestimmt. Mit dieser Realität haben sich damals auch die Israeliten befassen müssen. Die Rückkehr nach Israel, die Heimführung wird eine neue Normalität schaffen. Nicht die gleiche Situation wie vor dem Exil. Aber um diese neue Normalität zu verkraften, haben sie Kraft von Gott versprochen und geschenkt bekommen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Gott gibt uns Kraft und Ressourcen, um in die neue Gesamtlage zu gehen, um mit dieser neuen Situation umgehen zu können. Wenn ich selbst keine Kraft mehr habe, dann kann ich mit diesem Versprechen rechnen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Allerdings folgt diese Kraft, die wir bekommen, einem Bruch. Das Exil für die Israeliten in Babylon und die Hoffnung auf eine Rückkehr. Die Lebenseinschränkungen, die wir gerade erleben und die Hoffnung auf eine neue Normalität. Ebenso wie der Tod und die Auferstehung Jesu bringen bei seinen Jüngern einen Bruch mit sich. Diese drei Situationen laden ein, glaube ich, alles neu zu bedenken. Für die Israeliten ging es plötzlich um eine neue Hoffnung, die Heimaterde wieder betreten zu können. Aber gleichzeitig auch die Ungewissheit, was sie dort erwartet. Auch wie der Weg bis dort sein wird. Für die Jünger an Ostern und nach Ostern geht es gleichzeitig um diese unglaubliche Hoffnung, dass Jesus Tod nicht das Ende ihres gemeinsamen Weges ist. Dass alles eigentlich nicht zu Ende ist. Und gleichzeitig fürchten sie sich aber auch, weil sie ohne das körperliche Beisein Jesu ihre Wege gehen sollten. Für uns, für mich, lebe ich immer noch diese eingeschränkten Lebensumständen. Aber ich weiß, dass irgendwann in meinem Leben wieder eine Normalität eintreten wird. Am Mittwoch hat die Bundesregierung eine Danksagung an die Kirchen gerichtet. Ein herzliches Dankeschön richtete die Kanzlerin an die Kirchen. Sie haben gerade jetzt über Ostern viel Fantasie bewiesen, damit, obwohl keine Gottesdienste stattfinden konnten, Menschen ihren Glauben leben konnten. Zunächst wird es dabei bleiben, dass religiöse Feierlichkeiten und Zusammenkünfte weiterhin nicht stattfinden. Aber noch in dieser Woche wird es ein Gespräch der Ministerpräsidenten mit dem Bundesminister des Innern über die Frage geben, wie man einen einförmigen Weg für das weitere Vorgehen findet. Das betonte die Bundeskanzlerin. Ein Appell für die Fantasie als treibende Kraft für die neue Gesamtlage. Ja, viel Fantasie haben sowohl die Israeliten und Jesaja, als auch die Jünger und Anhänger Jesu nach seinem Tod und seiner Auferstehung gebraucht, um Sinn im Leben wiederzufinden und um neue Wege zu gehen. Auch wir heute sind gefragt, wie wir unseren Glauben leben können unter diesen Umständen. Und dazu brauchen wir alle viel Fantasie, viel Flexibilität. Und vor allem Menschen, die uns die Gnade Gottes, die Nahe Gottes zusprechen, dass wir uns gegenseitig Hoffnung schenken und dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir irgendwann unsere Kirchen wieder betreten dürfen. Der Bruch aber wird bleiben, wie eine Narbe auf der Haut, als Mahnmal, dass wir Menschen nicht allmächtig sind,
Allmächtig ist nur Gott. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So lassen Sie uns weiterhin kreativ sein. Lassen Sie uns diese Corona-Krise nicht als eine Parenthese betrachten, sondern als eine Chance, die Erneuerung unseres kirchlichen Lebens zu wagen, in der Hoffnung und mit der Gewissheit, dass Gott da ist, wo wir nicht selber hingehen können, auch über den Tod hinaus. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Amen. Diese fröhliche Botschaft, dass Gottes Kraft kein Ende hat und dass wir deswegen auch neue Kraft geschenkt bekommen, diese Botschaft sollen wir nicht für uns behalten, sondern dürfen sie auch gerne weiter sagen. Komm, sag es einem weiter, wir singen das Lied. Ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter. Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen. Er ruft uns in Geduld. Will alle zu sich führen. Auch die mit Not und Tod. Komm, sag es allen weiter. Weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, will selbst das Brot uns brechen, komm, alles ist bereit. Komm, sag es alle weiter, wo fährst du jeden Haus hinein? Komm, sag es alle weiter, Gott selber lädt uns ein. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. Und wir ihn aufgenommen, wird selber Brot sein. Komm, sag es alle weiter, wo fest in jedes Haus. Lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Du auferstandene Christus, unsichtbar in unserer Mitte, zu dir beten wir. Du bist das Leben. Du hast dem Tod die Macht genommen. Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. Wir beten um dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen. Dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden. Dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben. Christus, du Auferstandene, du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. Wir bitten um deinen Frieden für die Menschen in Syrien, deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Nimm uns die Angst.
und schenk uns Frieden. Christus, du Auferstandener, du bist das Leben und du gibst den Müden Kraft. Du lässt uns aufatmen. Wir danken dir für den Atmen, für die Menschen an unserer Seite, für den Glauben und für dein Wort. Dir vertrauen wir diese Welt an. Dir vertrauen wir uns an. Du bist das Leben. Und wie du deine Jünger gelehrt hast, sprechen wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In vielen Kirchengemeinden hätten heute Konfirmationsgottesdienste stattfinden sollen. Und die Kollekte dafür ist immer die für die Auslesung Hilfe bestimmt. Und deshalb möchte ich doch noch deren Aufruf bekannt geben. Die Ärmsten trifft die Krise besonders hart. Was bedeutet die Ausgangssperre in einem Slum in Südafrika, wo viele Menschen dicht gedrängt leben? Welche Folgen hat der Shutdown für Millionen Tagelöhner in Indien, deren Familien nun völlig ohne Einkünfte sind? Wie können Hygienestandards eingehalten werden in einem Krankenhaus ohne fließend Wasser? Als Auslesungshilfe sind wir davon überzeugt, dass unsere Solidarität gerade in der Krise besonders notwendig ist. Soll Abstand halten, soziale Distanz heißen? Gerade nicht, sozial ist gerade nicht der Abstand, sondern Verbundenheit und Solidarität. Die Konfirmationskollekte wird frühestens zu Beginn des nächsten Jahres die Auslesungshilfe erreichen. Darum bittet sie uns um finanzielle Unterstützung für die nächsten Monate, weil die Krise überall in der Welt jetzt greift. Kleine Bäche machen große Flüsse. Deshalb ist jede Spende entscheidend. Auf Ihrem Bildschirm sind die Bahnverbindung der Auslesungshilfe und den Link zu Ihrer Internetseite zu finden und zu sehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und nun gehen wir mit dem Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.